Hallo Bibelentdecker! Jetzt kommt die Mini-Kinderstunde. Mit Norbert, Katharina und dem Kinderstundenteam. Viel Spaß! Wo ist es denn? Wo kann es denn sein? Hey Norbert, was machst du denn da? Na, ich suche was. Ich suche, oh hallo Kinder, ich suche was. Was suchst denn du? Na, ich suche meinen Hunger. Du suchst deinen Hunger? Ja. Norbert, das heißt, du hast Hunger. Na, sag ich doch, ich suche meinen Hunger. Und wenn ich meinen Hunger gefunden hab, dann ist er nicht mehr da. Hä? Du meinst, wenn du das Essen gefunden hast, dann ist der Hunger nicht mehr da. Na, sag ich doch, aber wo ist er denn, mein Hunger? Hier ist er, hier unten. Norbert, ich kann dich gar nicht verstehen. Du musst mal das, was du da im Mund hast, rausnehmen. Ja, gib mal her. Gib schon her. Das ist mein Hunger. Das ist aber kein Hunger. Das ist ein Lolli. Na, sag ich doch. Na gut, das ist das, was dich nicht mehr hungrig macht. Ja, und der ist so lecker. Sagt mal, Kinder, habt ihr auch schon mal euren Hunger gesucht? Was Norbert sagen will, hattet ihr auch schon mal Hunger? Du, Norbert, ich glaube, die haben heute schon alle Mittag gegessen. Stimmt das? Habt ihr heute schon alle Mittag gegessen? Oh, wahrscheinlich schon. Hattet ihr vielleicht Kartoffeln zum Mittagessen? Oder Zuckerwatte? Oder vielleicht eine leckere Suppe? Na, oder Schokolade. Oder vielleicht habt ihr ja auch Nudelauflauf gegessen. Oder vielleicht eine Tüte Gummibärchen. Na, aber du hast ja lustige Ideen. Das sind doch alles viel zu süße Sachen. Sowas essen die Kinder bestimmt nicht zum Mittag. Na, aber wieso nicht? Ist doch lecker. Ja, lecker ist es schon, aber ist auch ganz schön ungesund. Na gut. Oh, weißt du, Katharina? Was denn, Norbert? Ich weiß noch was, was ganz schön ungesund und lecker ist. Aha, na was denn? Na, das Essen von McDonald's. Haha, Kinder, mögt ihr auch so gern McDonald's wie ich? Oh, ich mag McDonald's manchmal ganz gerne, ja, aber muss nicht zu oft sein. Aber ich liebe McDonald's, oh, das ist so lecker und ungesund. Ja, aber das ist mir ja gar nicht so wichtig. Oh, das mag ich gut. Das magst du gut? Das ist aber kein Deutsch. Nein, das mag ich besser. Du meinst, das magst du gerne. Ja, das mag ich super gut. Ach so. Ja, und wisst ihr was? Ich kenne sogar ein Spiel. Das hat was mit McDonald's zu tun. Wirklich? Ja, wirklich. Habt ihr Lust, das mit mir gemeinsam zu spielen? Oh ja, oh ja, oh ja. Na gut, dann geht es los. Hallo ihr Lieben, ich bin der McDonald's-Clown, wie ihr an meiner wunderschönen roten Nase erkennen könnt. Und ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte zum Mitmachen. Und dafür dürft ihr mal alle aufstehen, alle ein bisschen locker machen, denn wir brauchen jetzt unsere Füße und unsere Hände und den ganzen Körper für die Mitmachgeschichte. Seid ihr dabei? Und los geht's. Ich erkläre euch, wie es geht. Und zwar gibt es bestimmte Worte in der Geschichte, zu der wir alle gemeinsam Bewegungen machen. Das erste ist ganz wunderschön, denn es bin quasi ich. Das ist, wenn ich sage Clown. Wenn ich sage Clown, dürft ihr alle auf eure Nase drücken. Macht mal mit. Miep, miep. Dabei so ein Miep-Miep-Geräusch machen. Miep, miep. Und boom, nach oben springen. Und zwar zweimal. Also wir üben das mal. Clown. Dann macht ihr miep, miep. Boom, miep, miep, boom. Wunderbar. Das ist das erste Wort. Das zweite, was gibt es denn bei McDonald's eigentlich zu essen? Was isst man da gerne? Pommes. Wenn ich Pommes sage, dann legt ihr euch alle so schnell ihr könnt flach auf den Fußboden und bleibt ganz gerade liegen wie eine Pommes. Wunderbar, wir üben das gleich mal. Pommes, alle schnell hinlegen. Genau, so auf den Fußboden. Und dann, was gibt es noch bei McDonald's zu essen? Chicken Nuggets. Wenn ich sage Chicken Nuggets, dann macht ihr wie so ein Hühnchen. Macht bock, 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 bock. Okay, das sind die Chicken Nuggets. Und gibt es noch was Leckeres bei McDonald's zu essen?
Einen Burger, ganz genau. Wenn ich sage Burger, dann zusammenfalten wie ein Burger. Ganz, ganz, ganz klein machen, sodass der Burger gut zusammengefaltet ist. Genau, also, jetzt habt ihr schon ein bisschen was zu essen. Wir üben das nochmal. Pommes, alle schnell hinlegen. Sehr gut. Clown, miep, miep, boom, miep, miep, boom. Was braucht man eigentlich auf seiner Pommes? Auf seiner Pommes braucht man Ketchup. Wenn ich sage Ketchup, dann macht ihr. Aber manche mögen auch nicht Ketchup, die mögen lieber Mayo. Dann nehmt ihr die andere Hand und macht. Okay, also Pommes, alle hinlegen, mit Ketchup und Mayo. Dazu ein Burger und Chicken Nuggets. Oh, ich merke schon, ihr seid voll mit dabei. Aber man braucht ja nicht nur Essen, man braucht ja auch noch was zu trinken. Bei McDonald's gibt es nämlich noch Getränke. Die gehen so, das ist Cola und Fanta und Sprite, alles, was man so gerne mag. Also wenn ich ein Getränk sage, müsst ihr euch alle ganz, ganz, ganz gerade machen, wie ein Getränk ist. Und dann gibt es ja nicht nur Essen, sondern es gibt auch noch die Leute, die das essen. Die Besucher. Wenn ich Besucher sage, dann hinsetzen, in Schneidersitz und ganz schnell essen. Fantastisch, wie ihr mitmacht. Sehr schön. Und jetzt kann es losgehen mit der McDonald's-Geschichte. Auf die Plätze. Fertig. Und keine Angst, wenn ihr euch nicht alles gemerkt habt. Ich mache natürlich mit. Ich bin ja der McDonald's-Clown. Oh, miep, miep, boom. Miep, miep, boom. Und werde mit euch gemeinsam die Bewegung machen. Es geht los. Es war einmal an einem wunderschönen sonnigen Tag ein McDonald's-Clown. Miep, miep, boom. Miep, miep, boom. Und der McDonald's-Clown ist miep, miep, boom. Miep, miep, boom. Zu McDonald's gegangen. Er ging fröhlich rein in den Eingang und hat sich an den Tisch gesetzt, denn er wollte gerne mal Besucher sein im McDonald's. Und er hat sich was bestellt, nämlich eine große Packung Pommes. Schnell alle hinlegen, eine große Packung Pommes mit ein bisschen Ketchup und ganz viel Mayo. Und dann hat er sich hingesetzt und als Besucher seine Pommes genossen. Ach, das war gut. Aber er hatte natürlich auch Durst, deswegen hat er sich noch eine Cola dazu bestellt und wollte weiter als Besucher seine leckere Pommes essen. Pommes. Und dann war aber ein Mann am Nachbartisch. Und der Mann am Nachbartisch, der hat nicht Pommes gegessen, schnell hinlegen, nicht Pommes, sondern der hat Chicken Nuggets gegessen. Und dazu einen richtig schön fetten Burger. Oh, noch ein Burger dazu. Und eine Sprite. Der mochte lieber Sprite, ein Getränk. Aber das Problem war, dass der Clown niet, niet, boom, niet, niet, boom, was gehört hat bei dem Nachbartischbesucher. Was ihm gar nicht gut gefallen hat. Der hat nämlich so laut geschmatzt, dass das fast schon in den Ohren wehtat. Oh nein! Und dann ist der McDonald's-Clown, niet, niet, boom, niet, niet, boom, losgegangen zum Nachbartisch, zum anderen Besucher. Und hat ihm gesagt, mein lieber Besucher. So geht das aber nicht. Du kannst hier nicht, wenn du deine Chicken McNuggets isst, mit dem Burger, kannst du nicht so laut schmatzen. Das tut ja in den Ohren weh. Und der andere Besucher hat gesagt, oh, lieber McDonald's-Clown, niet, niet, boom, niet, niet, boom, das tut mir leid, das war nicht extra. Ich bemühe mich, leiser zu kauen. Und der McDonald's-Clown, niet, niet, boom, niet, niet, boom, hat gesagt, oh, vielen Dank, lieber Besucher. Dann werde ich jetzt weiter meine Pommes genießen. Pommes mit Ketchup und ganz viel Mayo. Auf Wiedersehen. Tschüss, ihr Lieben.
Das war der McDonald's-Clown, der jetzt ganz schön außer Atem ist. Niet, niet, boom, niet, niet, boom. Auf Wiedersehen. Oh, das war ja witzig mit dem McDonald's-Clown. Haha, niet, niet, boom, niet, niet, boom. Oh ja, das war lustig, aber es war auch ganz schön anstrengend, sag ich dir. Oh, ich hab nur zugeguckt. Das war nicht anstrengend. Hihi. Alles klar. Na, wenn man zu McDonald's geht, dann ist man danach nicht mehr hungrig. So wie du vorhin hungrig warst. Weißt du, Norbert? Was denn? Heute gibt es natürlich wieder eine Geschichte aus der Bibel. Hier, ich hab die mal mitgebracht. Oh ja, das wird bestimmt wieder klasse. Und weißt du was? In der Bibel, da steht auch eine Geschichte, wo Leute ganz schön hungrig waren. Wirklich? Ja, wirklich. Boah, erzähl mal, erzähl mal. Na, die erzähl nicht ich euch, sondern die erzählt euch Heidi. Seid gespannt, die Leute waren auch hungrig. Schaut mal, hier sind wieder Jesus und seine Freunde. Sie haben schon viel zusammen erlebt. Weißt du noch die letzte Geschichte? Ja, das war ganz schön aufregend und anstrengend. Kranke gesund machen, zuhören und von Gott erzählen. Und da waren so viele Menschen. Jesus und seine Freunde hatten kaum Zeit zum Essen. Jetzt sagt Jesus zu ihnen, kommt mit, wir fahren mit dem Boot weg. Irgendwohin, wo wir allein sind und ruhen uns aus. So fahren sie los. Ah, auf dem See sind frische Luft. Hier ist es ganz ruhig, das tut gut. Sie kommen auf die andere Seeseite an. Dort sind auch ganz viele Menschen. Die Menschen haben gesehen, dass Jesus und seine Freunde über den See fahren. Sie wollen unbedingt bei Jesus sein. Darum sind sie Jesus nachgelaufen, um den See herum. Jesus sieht die Kinder, die Frauen und Männer und die alten Leute. Jesus freut sich, die Menschen zu sehen. Er hört ihnen zu. Jesus erzählt den Menschen von Gott. Dann wird es Abend. Die Freunde sagen zu Jesus, Jesus, willst du nicht mal Feierabend machen? Es ist schon spät, die Sonne geht gleich unter. Die Leute haben bestimmt Hunger. Schickt die Leute doch jetzt nach Hause zum Abendessen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch etwas zum Essen. Die Freunde schauen sich erstaunt an. Wie soll das denn gehen? Wir haben doch gar nicht genug Geld, um für die vielen, vielen Menschen etwas zu essen zu kaufen. Jesus fragt, wie viele Brote und Fische habt ihr denn noch? Schaut mal nach. Die Freunde schauen nach. 5 Brote und 2 Fische haben wir, sagen die Freunde. 5 Brote und 2 Fische für so viele Leute? Was macht Jesus jetzt? Jesus nimmt die Brote und die Fische. Jesus betet vor dem Essen. Er dankt Gott für das Brot und die Fische. Jesus bricht das Brot auseinander und gibt es seinen Freunden. Auch die Fische teilt Jesus. Die Freunde gehen zu den vielen Menschen. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind bekommt etwas von dem Brot und dem Fisch. So viele Menschen bekommen Brot, so viele Menschen essen davon. Ja, und alle werden satt. Und es gibt sogar noch Reste. Die Menschen staunen. Wow, was Jesus alles kann. Er kann mit so wenig Essen so viele Menschen satt machen. Norbert? Was hast du denn hier? Na, ich dachte mir, ich bring mal Sachen mit, die ich in der Geschichte gehört habe. Du hast hier so ein Papierboot und einen Holztisch. Ja, weil Jesus das doch auch hatte. Stimmt das? Hatte der das auch? Na klar, der hatte doch 5 Boote und 2 Tische. Norbert, da hast du aber, glaube ich, ein bisschen was falsch verstanden. Jesus hatte nicht Boote und Tische. Der hatte 5 Brote und 2 Fische. Oho, ach so.
Ja, komm mal hier runter, Norbert. Ich habe das hier nämlich auch mal mitgebracht. Und hopp, schau mal, hier habe ich ein lecker duftendes Brot und einen Fisch. Weil Jesus nämlich nur 5 Brote und 2 Fische hatte. Das ist echt nicht viel. Oh, das stimmt. Das ist viel zu wenig für so viele Menschen. Ja, niemand sagt, da haben wir alle Hunger. Ja. Aber warum hat Jesus sie denn dann nicht einfach alle nach Hause geschickt? Also ich hätte das gemacht. Das reicht ja niemals. 5 Brote und 2 Tische. Norbert, Brote und Fische. Naja, Brote und Tische geht ja auch für meine Freunde, die Holzwürmer. Die wären vielleicht satt geworden von Holz. Aber doch keine Menschen. Das stimmt, davon werden niemals so viele Menschen satt. Aber deswegen hat Jesus ja auch ein Wunder gemacht. Jesus hat ja aus den 5 Broten und 2 Fischen so viel Essen gemacht, dass alle davon satt geworden sind. Boah, ja stimmt, das haben wir ja gerade in der Geschichte gehört. Und dann musste keiner mehr nach Hause gehen. Hurra! Nee, weil alle satt geworden sind. Von diesem bisschen hat Gott alle satt gemacht. Und Kinder, wisst ihr, warum Jesus die Leute nicht nach Hause geschickt hat, sondern warum der ihnen mit einem Wunder geholfen hat? Der hat das gemacht, weil er sie so dolle lieb hat. Oh ja, und Jesus hat nicht nur die Leute so dolle lieb, sondern der hat auch euch so dolle lieb. Ja, jeden von euch hat Jesus lieb. Und wisst ihr was? Ich kenne da ein richtig schönes Lied. Das steht auch in der Bibel. Da steht nämlich, dass Jesus alle lieb hat. Und das will ich mal mit euch gemeinsam singen. Das geht nämlich so. Jesus hat mich lieb. Jesus hat mich lieb. In der Bibel steht's geschrieben, Jesus hat mich lieb. Und jetzt könnt ihr mal alle mitsingen. Jesus hat mich lieb, Jesus hat mich lieb. In der Bibel steht's geschrieben, Jesus hat mich lieb. Hurra, 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 Jesus hat uns lieb. Und jetzt ich mal. Jesus hat mich lieb. Oh, Norbert, du kannst vielleicht später noch ein bisschen singen. Jetzt wollen wir erstmal nämlich noch beten. Wir wollen nämlich jetzt noch Jesus Danke sagen, dass er uns lieb hat. Okay, machen wir das. Also, ihr Kinder könnt von zu Hause gerne mitbeten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Hände falten. Und dann seid ihr nämlich nicht so abgelenkt. Und am Ende ganz laut Amen sagen. Das heißt nämlich, Norbert, So soll es sein. Genau. Also, ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns so, so dolle lieb hast. Amen. So soll es sein. Amen. Haha, das ist wunderschön. Und jetzt? Ja, jetzt können wir gleich vielleicht hier unser Brot essen, Norbert. Dann die Mini-Kinderstunde, die ist schon vorbei. Oh, na gut, dann sagen wir mal Tschüss. Also, Tschüss, ihr Lieben, und versucht mal einen Tisch zu essen, denn meine Freunde, die Holzwürmer, sagen, das schmeckt richtig. Tschüss, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal bei der Mini-Kinderstunde.